ihn gesehen, Piotr Zielinski. Hoinminson, der als erster attackiert. Hilbert macht mit. Jetzt zentral im defensiven Mittelfeld. Stefan Kießling, unermüdlich. Auch gleich ist er da, Bernd Leno. Die in den letzten 15 Minuten des ersten Durchgangs mehr oder weniger nichts zu bestellen hatten gegen Bayer Leverkusen. Da hat Bayer die Italiener wunderbar laufen lassen, hat sie Sieg an den Start gehen. Das heißt, sie sind da zwar gesetzt in dieser Runde, aber sie müssen eben noch einmal ran, bevor sie sich dann für die Gruppenphase qualifizieren. Und da haben wir den von mir angesprochenen Tschechen. Bidra allerdings mit dem Ballverlust. Bernd Leno, der freut sich auf die anstehende Champions League-Saison. Das letzte Spiel, was er... Also einmal nur, 2001 und 2002 hat Bayer Leverkusen es geschafft, sich eben in zwei Spielzeiten in Folge für die Champions League zu qualifizieren. Und so ein bisschen rauszunehmen in den Spielen, die dann nicht mehr so wahnsinnig wichtig waren. Das alles... Das wird nicht mehr möglich sein in dieser Saison. Stefan Kießling hat sich wehgetan. 20-jähriger Pole, der jetzt im Tor steht bei Udinese Calcio. Hegeler. Das ist Sorn und das ist das 3-0. Ich wollte gerade sagen, Pawlowski viel schlechter, als es Ivan Kelava in den ersten 45 Minuten im Tor von Udinese gemacht hat, kann er es nicht mehr machen, aber... Wie früh springt er denn da in die von sich aus linke Ecke, der junge Pole im Kasten der Italiener. Also das schauen wir uns in der Zeitlupe gleich die. Kießling. Und der Doppelpack von Hoinminson gibt's doch gar nicht. Son, sehr guter Antritt. Schnell unterwegs, holt zumindest den Eckball raus. Ich habe 20 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Bayer übernimmt hier wieder das Zepter. Ein bisschen haben sie sich gewehrt, die Norditaliener, zu Beginn des zweiten Durchgangs, aber jetzt. Son mit der Ecke. Haben sie viel trainiert in den letzten Tagen, auch heute Morgen nochmal. Waren Standards einer der Trainingsschwerpunkte. Und das hat sich schon abgezeichnet, auch in den letzten Tagen. Hoinminson, definitiv jemand, den Sami Hyypiä da beim ruhenden Ball in ausführender Funktion sehen möchte. Da haben wir ihn wieder. Perfekte Situation, um ihn sich eigentlich auf den rechten Fuß zu legen. Nimmt Bönisch nochmal mit. Jetzt nochmal Son. Die Position liebt er. Viele Tore gemacht, so. Nachfragen, den hat er einige. Bälle ins Netz gelegt und hier macht er selbiges. Und Udinese Calcio, wobei da, ich bleib dabei, Wojciech Pawlowski, der Pole. Und der lange Ball. Auf Hoinminson. Auch für ihn das Ganze natürlich eine Herausforderung. Der ist jetzt nochmal ganz anders gefordert als beim Hamburger SV, insbesondere eben auch wegen der Königsklasse. Da haben wir ihn wieder. Immer auch mal eine Phase mit schlechten Spielen gehabt. In der Vergangenheit.
Gonzalo Castro, nicht die feine brasilianische Art. Ja, Levin Öztunali hatte vorhin schon fälschlicherweise eingewechselt. Der sitzt aber dann doch noch draußen, der Enkel von Uwe Seeler. Kann mir aber gut vorstellen, dass wir auch den 17-Jährigen noch zu sehen bekommen. Bönisch aus der Distanz. Guter Schuss. In der letzten Spielzeit ja extrem erfolgreich ist sie gewesen. Die Arbeitsteilung des ruhigen Finnen mit Sascha Lewandowski. Der hat dem lauten Bundesliga-Zirkus aber freiwillig den Rücken gekehrt, ist zu Bayers Nachwuchs zurückgegangen. Und jetzt ist eben Sami Hüb hier dann auch mit der Rolle umgeht, sich eben jetzt auch den Medien mehr stellen zu müssen. Ganz berühmten Opa, Uwe Seeler, der Großvater von Levin Öztunali und der andere Dominik Kor, zumindest ja, den Älteren, wird er bekannt sein mit einem Bundesliga-Erfahrenen. Son. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis er da den Kopf hochgenommen hat. Zu sehen, sondern auch zu hören und das ganze Smartphone. Genaueres finden Sie da natürlich auch noch auf unserer Homepage. Sport1.de. Öztunali. Hilbert. Arkadiusz Schmilik, aber der spielt Dusan Basta den Ball genau in den Fuß. Ömer Toprak macht das ganz, ganz cool gegen Matej Vidra. Tolles Zuspiel, Son auf Bönisch. In der Mitte Hilbert. Öztunali wartet, bekommt ihn auch den Ball. Aus dem Hut zaubert. Bisschen zu steil. Körperlich schon extrem weit für seine 17 Jahre. Technisch ohnehin extrem beschlagen. Holmenson. An zweien kommt er vorbei. Der dritte ist dann. Sie sind so ballsicher. Die Mannen von Sami Hüb hier. Dass sie das Ganze hier weiterhin nach Belieben kontrollieren. Ja, Lazzari, aber der Abschluss lässt dann doch so ein bisschen zu wünschen übrig. Und dann zeigen wir Ihnen nochmal die